So, ich habe mich ein bisschen beruhigt. Wir können weitermachen mit Uncharted 4. Okay, das letzte Mal, ich habe es mir gerade noch mal angeguckt, so ein bisschen in der gerenderten, fertigen Version und es war ja echt schlimm. Egal, ja, wir sind jetzt angekommen hier in der Stadt und müssen zu diesem Turm, weil da der nächste Hinweis hinführt und wir dürfen jetzt erstmal durch die, ja, durch den Markt hingehen. Und ich finde, da zeigt Uncharted wieder sehr geil, was es kann, weil das gab es auch schon in anderen Teilen, einfach so Städte wirklich belebt darzustellen. Natürlich ist es auch so, dass es jetzt ich vergleiche es ja immer, ich hätte es ja eigentlich immer gegen Assassin's Creed, man muss dem aber auch zugutehalten, Assassin's Creed ist halt ein Open-World-Spiel und da laufen die Leute halt den ganzen Tag hin und her auf vorgegebenen Bahnen oder auch nicht vorgegebenen Bahnen. Und hier haben die Macher halt die Möglichkeit, das alles besser zu inszenieren, weil es halt nur ein kleines Areal ist mit Leuten, aber es sieht halt einfach, finde ich, immer sehr viel glaubwürdiger aus. Auch wie die sich dann hier unterhalten und so. Und wir lassen uns hier ein bisschen Zeit. Wir gucken uns mal ein bisschen um, weil es ist wirklich, hier gibt es wirklich viel zu sehen. Zum Beispiel hier so einen schönen Obststand. Was haben wir hier? Ach, macht er einfach nur Picknick? Ne, hier gibt es auch, oh, Fische. Gibt's hier. Naja, sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Die sitzen einfach rum und entspannen sich ein bisschen. Gerade ein bisschen blöd. Ich will nicht hier so durchhetzen und deswegen so ein bisschen durchschlendern. Aber das ist mit der Steuerung nicht so einfach, weil die eher darauf ausgelegt ist, dass man hier halt so durchhetzt. Guck mal, die arbeiten sogar. Oh, sorry Leute, ich stehe euch im Weg. Was? Guck, die bringen Säcke von dem Ding zum anderen. Jetzt würde mich mal interessieren, was sie machen, wenn sie jetzt die Säcke hier fertig verräumt haben. Okay. Eine setzt sich drauf und die anderen labern, bleiben stehen. Aber sowas ist einfach cool, weil wenn man sieht dann einfach, dass die extra hierfür so eine kleine Sache animiert haben, die man auch komplett verpassen kann. Ich weiß nicht, wie viele Sachen ich jetzt gerade hier verpasst, die sich im Hintergrund abspielen. Und man merkt einfach, dass es nicht Figuren sind, die irgendwie drei Bewegungen bekommen haben und das dann die ganze Zeit so ausführen, an der Wand stehen und was hämmern oder irgendwie sowas. Dass sie hier so eine kleine Animation sogar eingebaut haben. Und hier, das ist auch sehr cool, das ist ein Schatz, den man hinten finden kann, aber es ist nicht so gewöhnlich, dass man da hingeht und sich den einfach nimmt, sondern, Achtung. Woher haben Sie das? Ah, mein Freund, das Stück ist einmalig, ich gebe Ihnen Rabatt, $500. Sie machen Scherze. Ich weiß ja nicht mal, ob es echt ist. Na, das kann man nie so wissen. Falsch wird auch noch ein bisschen. Ich gebe Ihnen 50. $400, oh, das ist echt. Ich habe noch andere Interessenten dafür. Na, wir haben schon mal wieder wenigstens $100 runtergehandelt. Ach, kommen Sie schon. 200, okay? Mehr habe ich nicht bei mir. Ich kann es unmöglich für weniger als 300 verkaufen. Das ist mein letztes Angebot. Okay, ich nehme es. 300. Nicht. Wirklich. Viel. Hast du gesehen? So feierst du. Wenn du das sagst. Na, ich weiß ja nicht. Also ich bin da persönlich auch kein... Ich kann sowas auch nicht so falschen oder so. Meine Freundin ist da sehr gut drin. Die hätte den wahrscheinlich runtergehandelt auf, weiß ich nicht, 5. $5. Die hat sich nämlich letztens auch... letztes Jahr war es. Schon ein bisschen länger her. Hat sie sich ein Tablet gekauft, das eigentlich irgendwie... Ich weiß nicht, an die 300 kosten sollte. Und jetzt, glaube ich, auf 150 oder sowas runtergehandelt. Weil sie dann irgendwie mit Amazon-Preisen noch gesagt hat, das ist aber da viel billiger und bla, die kann sowas echt gut. Ich kann sowas gar nicht. Mich hätte er wahrscheinlich auch komplett übers Ohr gehauen. Oh, Entschuldigung, junge Frau. Was haben wir denn noch hier? Das sieht doch alles sehr schön aus. Oh, Äpfel. Möchten Sie einen Apfel? Die besten auf dem Markt. Okay, na schön. Hier. Ah, ich danke Ihnen sehr, Sir. Guten Appetit. Empfehlen Sie mich. Bitte sehr. Haben wir wenigstens noch was zu essen für unterwegs. Was braten die hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es appetitlich aussieht oder eher nicht. Hier sind auch schon die Fliegen dran. Ich weiß nicht, diese abgangenen Würste. Ich weiß nicht, ob ich die... So wirklich
vertrauen sollte. Mal guck mal, der hat einen Lemur. Kleines Kerl. Wie geht's dir? Seht ihr das? Halt, der Turm. Aber Sully, komm, das ist ein Lemur. Komm schon, sag hallo. Schon gut. Niedlich. Oh, hey, hey, Sully. Hey, da hat mein Apfel gemopst. Man kann niemanden mehr trauen. Nicht mal Lemuren. Weil der hat den Apfel einfach wieder dahin geworfen. Toll. Aber das ist cool. Dafür kriegt man auch eine Trophäe, wenn man das macht. Das habe ich beim ersten Mal durchspielen auch direkt so gemacht, aber unbewusst. Ich fand es einfach cool, dass der dann Lemur dann einem noch auf den Rücken springt. Wenn man den Apfel nicht kauft, macht das übrigens nicht. Dann kann man den Lemur zerstreichen, aber der springt einem dann nicht auf den Rücken. Guck mal, da gibt es Ananas. Und hier liegt so eine einzelne, was ist das, Papaya? Oder so? Gott, könnte auch eine Zitrone sein, man erkennt es nicht so genau. Ach, schön. Na gut, gehen wir. Bei Lemuren, wenn ich Lemuren sehe, dann muss ich immer direkt an Madagaskar denken. Ich glaube, jeder muss bei Lemuren direkt an Madagaskar denken. Oder wenn er das Lied hört mit I like to move it, move it. Soll ich eins von denen kaufen? Sully, man muss verrückt sein, um so ein Hemd zu tragen. Das hilft. Aber dann könnte man im Partnerlook gehen. Gibt's denn da noch für... Ja, schon alles so abgetragene Sachen. Na komm, wir könnten uns einen tollen Hut kaufen. Wie Drake damit aussehen würde? Man weiß nicht. Okay, auf jeden Fall gibt es hier viel Essbares zu kaufen, ein bisschen Kleidung. Irgendwas riecht hier sehr gut. Oh, da können wir was machen. Was gibt's denn da? Er hat recht. Das riecht gut. Ah, ein Hähnchen. Ein ganzes, was in der Pfanne schmort. Oh, ich habe auch Hunger, ey. Dann nochmal. Dann kommt auch noch sowas hier. So, was gibt's hier noch so Schönes? Das sieht aus wie Paprika, wie grüne. Das könnten... Oh Gott, ich will nicht so leinhaft werden. Das könnten Süßkartoffeln sein. Das könnten aber auch was komplett anderes sein. Ich weiß es nicht. Oh, Baguettes. Ja, komm, nehmen wir uns noch ein Baguette mit. Fische. Sehr schön. Bananen gibt's hier auch. Also viele Lebensmittel gibt's hier zu kaufen. Ein paar Klamotten und ein paar Halsabschneider, die einem wahrscheinlich wertloses Zeug andrehen. Aber er meinte ja, das wäre aus Averys Zeit oder so gekauft. Und Zeitschriften gibt's hier auch. Madagaskar. Das wäre toll, wenn man jetzt hier so einen Reiseführer finden würde von der Elena. Aber den scheint sie nicht zu geben. Naja. Gut. Ich glaube, wir haben uns jetzt ein bisschen genug umgeguckt, dann gehen wir mal weiter. Sully wartet schon ungeduldig. Dann werden wir auch. Dann lass uns gehen. Hey, na bitte. Verschlossen. Wir müssen irgendwie reinschleichen. Dich kriegt. Das beinhaltet das Wort Schleichen schon, Sully. Ah. Wo er recht hat. Okay, aber es gibt ja immer mehr als einen Weg in ein Gebäude. Hey, schau mal da. Das Fenster da drüben ist kaputt. So ein Zufall. Dann gehen wir doch da rein. Hey Sully, ich glaube, wir kommen hier durch. Das sollte gehen. Oh Mann, da geht's tief runter. Alles klar da hinten? Du hast dein Tempo, ich meins. Ja, wenigstens hast du eine schöne Aussicht, was? Ja, die Aussicht ist echt schön, wenn dieser Balken hier jetzt nicht mittendrin wäre. So, okay, wir müssen das ein Stück nach oben. Dann können wir nämlich hier weiter. Ja, es läuft doch. Hallo. Okay, mal sehen, was wir hier haben. Gucken wir mal. Wow, der ist ja viel besser in Schuss als die anderen Türme. Er steht direkt in der Mitte der Stadt. Na, dann wird es wohl schwierig, den Schatz rauszubringen. Eins nach dem anderen. Ziehen wir keine unnötige Aufmerksamkeit auf uns. Das wäre was Neues. Eben, wir sind doch sonst immer so subtil. Edward Englands Siegel, wie es auf der Karte stand. So, wonach suchen wir? Gute Frage. Gute Frage. Ich muss mal kurz das nachgucken. Weil wieder was Lustiges gezeichnet hat währenddessen. Unter dem Siegel Sam Sully. Der Traum jedes Handwerkers. Achso, das haben wir schon mal gelesen. Sonst noch nix, ne?
Signal Tower. Obwohl, schon ein bisschen. Warte. Das ist die Karte. Achso, wenn ich die Karte rausnehme, dann kann man dahinter. Kann man das jetzt gar nicht mehr sehen? Doch, da. I wonder if Elena would let me get a pet lemur. I'd name him Victor. Auch so geil, so eine Lemur-Zeichnung mit Victors Hemd und seine Zigarre drin. Super. Deswegen gucke ich da immer gerne rein. Na gut, gehen wir weiter. Ich gehe einfach mal hier die Treppe rauf. Das scheint wohl richtig zu sein. Das ist aber ein hoher Glockenturm. Ja, ja, das stimmt. Könnte problematisch werden. So, was können wir denn hier machen? Na, wollen wir wetten? Skorpion, kann deine großen Kugeln. Tierkreiszeichen. Hey, da ist der Löwe. Der Stier. Vier Zeichen. Und vier Glocken da oben. Unter den Glocken sehen aus wie Schlösser. Verstehe. Läuten wir ein paar Glocken. Mist. Das ist definitiv der Ort. Ruf Sam an. Bin klar. Skorpion, Wassermann, Löwe, Stier. Hey, Sam, wir haben wohl den richtigen Turm. Ruf zurück. Der Empfang ist nicht so gut hier. Kein Grund zu warten. Okay, sieht wieder nach Rätsel aus. Vier Tierkreiszeichen und wir sollen die in einer bestimmten Reihenfolge, sollen wir irgendwas mit denen machen. Ist erstaunlich, ne? Hätten die diese Münze jetzt nicht mitgenommen aus dem Raum in London oder in England, meine ich. Oder hätten sie verloren. Dann wäre das alles recht schwer hier. So. Dann ziehen wir uns mal hier hoch. Und das scheint hier der richtige Weg zu sein. Gleich zurück. So, was müssen wir jetzt nochmal als erstes aktivieren? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Skorpion. Okay. Wir müssen den Skorpion finden. Ich schätze mal, das dürfen wir hinkriegen. Oh, verdammt. Hey, sieh mal, Sully. Die Uhr geht noch. Ja, ich seh's. Bleib nicht in den Zahnrädern da oben hängen. Geht klar. Gut, ich habe jetzt nicht verstanden, was Sully gesagt hat, aber ich stimme ihm einfach mal zu. Okay, es ist natürlich mal wieder alles sehr brüchig hier. Das Ding scheint schon ewig nicht mehr benutzt worden zu sein. Oh, okay. Da muss ich nochmal hin? Hier, okay. Schnell weiter. Oh. Ah, da sind also Piratensiegel an der Wand. Das scheint also definitiv der richtige Turm zu sein. Das war viel zu knapp. Ups. Okay? Ja, schon doch. Ich glaube, Sully hat in all den Jahren gelernt, dass er sich nicht mehr unter die Objekte stellen sollte, an denen Drake gerade hochklettert. Weil die halten grundsätzlich nie. Oh, ich muss runter. Ich hing zu hoch. Oh Mann! Jetzt verkacke ich schon mit dem Klettern. Achso, wir müssen hoch. Verliert hier manchmal so ein bisschen den Überblick. Okay, das ist der Löwe. Der Löwe ist falsch. Wir müssen zum Skorpion. Habe ich den Skorpion verpasst, sag mal? Ich weiß es gerade nicht. Warte, ich lasse mich mal kurz hier hängen. Dann kann ich mal gucken. Nee, ne? War es denn echt der Skorpion? Ja, der Löwe war erst als drittes. Okay, dann kletter ich einfach mal höher. Was haben wir da?
den Stier. Und ah, da haben wir den Skorpion. Okay, gut. Ja, jetzt könnten wir die erste Glocke läuten, aber wir müssen leider wieder einen Cut machen, denn wir haben keine Zeit mehr. Dann würde ich sagen, lösen wir dieses Rätsel im nächsten Part und ja, dann sehen wir, was hier passiert. Ob wir wirklich richtig sind, sehen wir dann, wenn das Licht angeht oder so. Also bis dann, ciao.